Ich verstehe nicht, wie du es mit dir aushältst. Mit dir habe ich auch zusammengearbeitet. Sehr witzig. Was würde Gibbs sagen, wenn ich ihr eine knallen würde? Ich wäre eher besorgt darum, was sie dann täte. Weißt du, Mossad, Auftragskiller und so. Denkst du, ich würde sie nicht schaffen? Dich habe ich ja auch geschafft. Rein sachlich richtig. Du hast mich zu Boden geworfen. Aber ich weiß es noch wie heute. Der Boden war an dem Tag sehr glatt. Na dann, ich gehe nach links und du nach rechts. Ist gut. Alles okay? Ziemlich staubig hier drin. Paula, du musst hier nicht reingehen. Wir wissen beide, dass ich es muss. Seit wann bist du denn so fürsorglich? Ich war immer sehr fürsorglich. Ich komme aus einer fürsorglichen Familie. Die Dinosos sind geradezu berühmt für ihre Fürsorglichkeit. Verstehe. Womöglich war ich früher nicht ganz so fürsorglich wie heute. Was hat dich dazu gebracht? Oder sollte ich sagen, wer? Man wird älter und ändert sich. Wie heißt sie? Bitte sag mir nicht, dass es Siva ist. Es ist nicht Siva. Gut. Ihr Name ist Jeanne. Und liebst du sie? Ja, das tue ich, Paula. Wow, du meinst es wirklich ernst. Wo liegt das Problem? Ich kann es ihr nicht sagen. Wieso kannst du es ihr nicht sagen, Tony? Es sind drei einfache kleine Worte. Ich liebe dich. So einfach ist das nicht. Wir waren an einer Kletterwand und sie wollte einen kleinen Wettkampf. Wer als erster oben wäre, durfte sagen, ich liebe dich. Und du hast absichtlich verloren? Nein, ich habe gewonnen. Und es nicht gesagt? Hör zu, Tony, es ist ein Klischee. Aber es ist dennoch wahr. Das Leben ist viel zu kurz, um sich mit Liebeserklärungen zurückzuhalten. Und du liebst sie. Ich war nie sehr fürs Beten, aber nach allem, was war. Paul und Nelson waren gute Männer. Sie waren die Besten. Ich hätte sie retten können. Paula, das ist nicht wahr. Ich hätte den Wochenenddienst ablehnen können, zwei Wochenenden hintereinander. Das wäre nicht nötig gewesen. Wir waren dafür eingeteilt. Wofür? Wir waren für den Wochenenddienst eingeteilt. Ach, ich meine, das ist unwichtig. Nichts ist mehr wichtig. Mir war dasselbe bestimmt wie den beiden. Das weiß ich. Aber hier stehe ich nun. Such ihn! Vorsicht, hinter dir!